So, ich bin wieder zurück im Lande und herzlich willkommen zu einem weiteren Update, diesmal in der Podcast-Art, also nur mit Stimme, aber ich werde auch so nochmal ein, zwei Videos machen, wo man mich auch sieht. Ne, also da keine Angst haben. Unter anderem das Q&A. Das ist aber verloren. Ich habe da SD-Kartenprobleme und so. Und da erzähle ich dann auch in der GT-Folge von morgen mehr zu. Heute leider kein GT, das ist die schlechte Nachricht, habe ich nicht auf Kette gekriegt, das noch aufzunehmen. Wegen eben jener Datenrettungssachen, ich habe eigentlich schon fast alles gerettet, ich weiß nicht, ob es alles ist, aber ich habe da wirklich so Bestrebungen, das ganze Ding wiederherzustellen. Aber mehr Details, wie gesagt, dann in der nächsten Gran Turismo-Folge. So, dann, ja genau, ich bin ja ab nächste Woche Montag nochmal im Urlaub, wie man in dem Update von Anfang Juli, glaube ich, auch sehen kann, ne, da war der eingetragen. Und dann mache ich dann halt da das Q&A-Video. Also, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare hinein, per Nachricht oder per E-Mail oder wie ihr wollt, ja, lasst mich einfach eure Fragen wissen. Gut, hätten wir das auch geklärt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt auf der Agenda, nämlich Dead Nation läuft momentan noch. Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so gut angekommen bei euch, denn die Views waren nicht so toll und es gab zumindest am Anfang verhältnismäßig viele Dislikes. Auch bei GT gab es eine Woche lang Dislikes. Ich weiß nicht warum. Also wenn das einer von euch war, dann bitte hör auf, mir einfach Dislikes zu geben, sondern schreib mir, warum du das schlecht findest, ja? Sonst kann ich mich nicht verbessern und damit, ja. Da werde ich ziemlich schnell deprimiert, wenn ich sehe, dass ein Video ein Dislike hat und nicht mal ein Like oder so. Denn dann denke ich mir auch, komm, wieso mache ich das denn überhaupt? So, auf jeden Fall, nach Dead Nation, das ist nämlich mit Folge 10 vorbei, kommt ein kleines Spiel, ein Indie-Spiel von einem einzigen Entwickler. Das nennt sich DLC Quest, befasst sich mit der Thematik rund um DLCs. Das ist ja der aktuelle Trend, wie man bei EA zum Beispiel wunderbar sehen kann. Die machen ja aus allem irgendein DLC. Aktuelles Beispiel: Battlefield 4. Kaufst du dir Battlefield 4 im Voraus? Oder kauf, nee, nur wenn du die Deluxe Edition im Voraus kaufst, dann kriegst du am ersten Tag direkt ein DLC. Das könnte genauso gut irgendwie im Spiel mit drin sein, weil es ja am ersten Tag kommt. Deswegen müsste man es nicht einzeln verkaufen. Aber wir verkaufen es einfach einzeln. Ja, und mit sowas befasst sich dann dieses Spiel. Zu sehen nach Dead Nation. Wenn das vorbei ist, dann kommt das im 20-Uhr-Slot. Dann gibt es natürlich noch das Community-Rennen-Shit, was ich vielleicht mal angekündigt hatte, so spontan zu machen. Mein Gott, das war ein Scheißsatz. Egal, wegen der ganzen Datenrettungsklamotte kann ich nicht so mega voraussagen, ob das noch geht oder nicht. Ich würde dann wirklich sehr, sehr spontan sagen, ey, komm jetzt hier so in 2 Stunden, lass uns GT zocken. Ich weiß nicht, ob ihr damit zufrieden seid. Wenn ja, dann mache ich's so und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Also, das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt in 2 Stunden spielen, sondern ich will dann nochmal eine extra Ankündigung machen. So, ich glaube, das war's dann auch schon. Ich habe eh die wichtigsten Dinge wieder vergessen, wie immer. Aber das kann man ja auch nicht erwarten von jemandem, der spitzend in seinem Zimmer sitzt, weil er einen Ventilator nicht anmachen kann, weil das sonst auf dem Mikrofon drauf ist. Ja, First World Let's Player Problems und so. Naja, auf jeden Fall danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.